Hallo Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Ich bin so blöd, ey. Ich bin so blöd. Sag euch gleich warum. Ich sag euch auch warum. Ist nämlich so. Ich bin ein bisschen doof. Ich brauche manchmal ein bisschen länger. Und deswegen kann man natürlich auch so eine Kiste nicht nur rausziehen, sondern auch reinschieben. Und ich denke natürlich, man muss das von der anderen Seite machen, wo wir noch hinkommen oder so. Und haben da hinten einen Hohlraum freigesetzt. Also können wir jetzt hier auch reinschieben und dann ist da ein Gang. Blöd, ey. Da müssten jetzt eigentlich auch welche kommen. Ich speichere mal ganz schnell. Ja, da geht es natürlich weiter. Logisch. Nehmen wir, was nehme ich denn? Nehmen wir wieder unsere Granaten. Ich finde die ganz gut eigentlich. Hallo. Ups. Hallo. Ja, super. Wir sind zwar fast gestorben. Weil die Typen sind tot. Das ist ja das, was wir wollten. 11 Medipacks. Da kann man sich... Da geht noch was. Da geht noch was. So, das haben wir geschafft. Das finde ich schön. Freie Bahn mit Marzipan. Und dann können wir hier sprechen. So. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. Da ist Musik wieder. Magst du den mal schießen? Ich habe keinen Bock, immer Medipack zu verwenden. Wäre schon toll, wenn wir den klein kriegen, den Herren. Kann er mal wiederkommen oder ist er tot? Oh, wie ich das hasse. Soll er doch seine Runde mal fortführen jetzt hier? Gut. Wo kann ich denn runter? Ohne dass ich sterbe, elendig. Was ist denn, wenn wir mit unserem... Nee. Kannst du mit dem Fahrzeug wieder hier reinkommen? Du, sag mal, Lara. Weil das könnte man ja mal... Weiß ich nicht, ob wir jetzt hier mit, ohne Fahrzeug, mit, ohne Getrop Mayo Fahrzeug oder nicht. Mach das mal hier an die Seite. Weil raus mit dem Fahrzeug geht ja dann auf jeden Fall. So. Und vielleicht müssen wir da ja... rüber brausen. Ne? Von hinten ist nicht so gut. Vielleicht eher so von der Seite. Nya, nya, nya. Geht das wieder los hier. So. Hätten wir sie auch einfach, hätten sie auch einfach überfahren können. Aber gut. So. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Das Wasser. Und wenn man da mit reinspringt mit so einem Fahrzeug, kann das auch mal schief gehen. Oh, das ist schön, dass es hier... Ich lebe. Ich lebe. Wow. Ey, das ist ja... Krass. Richtig krass. Das ist ja obercool. Wo ist der Arsch? Das sind alles Ärsche. Ey, cool, wir sind mit dem Fahrzeug runtergedonnert und haben es kaputt gekloppt. Aber wir leben. Ja, dann können wir auch noch mal ins Wasser. Gucken, ob da was ist. Das, guck mal, das liegt jetzt hier am Meeresgrund. Das ist ja der übelste Shit hier, den wir veranstaltet haben. Hier, das schimmert schon wieder. Es sieht total toll aus, aber ich kann immer so wenig erkennen, wenn das so hell dunkel ist. Hell dunkel, hell dunkel. Wird gemunkelt. Ich finde es toll, dass wir das jetzt überlebt haben. Finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Dann ist hier nichts im Wasser. Da ist aber irgendwie ein Gang. Oder so. So einfach runterplumpsen ist... Okay. Aber wir haben ja auch alle drei Drachen. Das tibetanische Hochland. Das haben wir geschafft. Das ist toll. Wo sind wir jetzt? Okay. Okay. Ich habe damit nicht gerechnet.
Ich nehme eine Fackel. Und dann hören wir uns die Musik an. Okay, dass das Level da auf einmal endet, das... ich jetzt auch nicht wieder. Was sind wir denn jetzt hier? Ich nehme mal irgendwelche anderen Waffen. Hey Leute! Ihr tibetanischen Mönche! Aha. Dafür kriege ich Medipack und Automatikmunition und Uzi-Munition, dafür, dass ich denen geholfen habe. Aber es ist wahrscheinlich auch besser, die nicht anzugreifen. Wie geil ist das denn? Auf einmal ist hier so random das Kloster. Woohoo! Ich freue mich gerade, dass wir das Kloster erreicht haben. Das heißt, wir haben richtig viel geschafft. Leute. Richtig cool. Was ist hier los? Ich höre schon wieder so ein Vieh. Geil. Richtig geil. Richtig coole Atmosphäre hier auch gerade. Und ich erinnere mich halt vor allem auch null. Null, null, null. Dass ich hier je war. Ich weiß gar nichts mehr. Es ist einfach alles so lange her. War ich überhaupt so weit jemals gekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig cool. So, was ist denn jetzt hier aber? Also ich meine, ne, das ist ja hier ganz nett und so, aber... Es ist auch ein bisschen gruselig, dass die da natürlich jetzt in der Nähe sind, weil ich dann immer denke, hier sind dann doch Gegner oder so. Kannst du da irgendwo hinspringen? Dann lass mal nochmal zum Haupteingang oder so. Ihr seid ja hier auf meiner Seite. Ich beschütze euch, Leute. Wie cool ist das denn? Ich nehme mal an, wir wollen hier durch, aber wir dürfen hier nicht einfach rein oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen bestimmt der Weg da vorne lang. Hm. Okay. Yeah, yeah. Dann werden wir mal den Weg suchen jetzt. Vielleicht können wir da... Ach, da oben sieht doch auch gut aus. Können wir da hin? Nein, natürlich nicht. So. Hier sieht doch gut aus. Und da kannst du, glaube ich, auch hinspringen. Oder auch nicht. Aber du könntest versuchen, an diese Kante zu springen, weil das solltest du schaffen. Das solltest du schaffen. Genau. Und hoffentlich schlitterst du jetzt hier nicht runter. Ja, prima. Dann ist das der Weg. Mhm. Ich sehe das doch. So. Hier ist eine Tür. Ja, wir dürfen wahrscheinlich hier gar nicht einfach so rein. Aber solange wir denen nichts tun... Sind wir dir ein Freund? Oder so? Vielleicht kann ich hier auch irgendwo hangeln oder so. Oder irgendwo hinspringen. Hm. Nee. Es muss ja einen Sinn haben, dass wir jetzt hier oben sind. Klar, da speichere ich wieder. Hm. Kannst du hier oben... Also da kannst du auch nicht. Sieht auch nicht so aus, als ob man da hangeln könnte. Sieht nur eher aus, als ob sich diese Tür hier irgendwann auf mysteriöse Art öffnen könnte. Vielleicht müssen wir einen gewagten Sprung schaffen oder was? Oder doch hier um die Ecke. Aber um die Ecke hangeln geht doch eigentlich noch gar nicht. Vielleicht können wir irgendwo... Wenn wir da die Schräge runtergehen... Nee, das glaube ich aber auch nicht. Vor allem, weil wir auch eher nach rechts wollen, befürchte ich eher, dass ich hier irgendwas veranstalten soll. Aber was? Leute, das funktioniert doch nicht, oder doch? Hm. Ich weiß nicht ganz, was mein Auftrag hier gerade ist. Naja, wenn du abspringen würdest, das wäre schon mal prima und nicht immer dieses, ich lass mich einfach fallen.
Das wäre natürlich großartig. Weißt du, so. Ist zwar mega blöd, aber anders weiß ich auch gerade nicht. Vielleicht ist das auch komplett falsch mal wieder. Kann natürlich auch sein. Ja, wenn sie dann auch noch nach hinten runterfällt, weil da so wenig Platz ist, ist das natürlich noch toller. Das hätte ja fast geklappt. Ist gar kein Problem. Wenigstens hat sie sich festgehalten. Ja. Vielleicht sollte ich auch mal so speichern, dass ich schon mal richtig stehe. Das frisst auch noch mal ein paar weniger Sekunden. Naja. Aber so bist du wenigstens immer ganz am Rand. So, und hier speichere ich jetzt noch mal. Das wird großartig. Ey, das war wirklich knapp. Ich frage mich, ob das geht. Das komm! Nimm die Kante, Lara, nimm sie! Nee. Die linke, die ist, sieht schon ein bisschen besser aus als die rechte. Das komm! Scheiße. Ich weiß halt auch nicht, ob das richtig ist. Warum nicht? Nee. Will sie einfach nicht. Die Olle. Dann doch vielleicht was anderes ausprobieren. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, toll, dann bist du wieder da unten. Yay. Da ist hier oben ja wohl, macht mehr Sinn. Ey, wenn sie einfach runtergeht, ohne springen, das regt mich auf. Kannst du da irgendwo hin? Nee, da hält sie sich auch nirgendwo fest. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben, weil. Ist das Sinn der Sache, diesen Sprung auf diese Kackart zu schaffen? Wenn das so wenig Platz ist, weiß sie halt nicht, dass sie überhaupt Anschwung nehmen soll, so wie hier. Nee, da hatten wir schon bessere Sprünge, Lara. Da hatten wir schon bessere. Weiß nicht. Das sieht wirklich so aus, als ob sie das ganz knapp eigentlich schaffen könnte. Bin aber auch mega irritiert gerade. Das so stimmt. Ich weiß nicht. Ich weiß doch auch nicht. Aber da kann man lang. Schön. Ich hab's geschafft. Wie geil. Oh, ich liebe das, wenn ich so gar nicht mehr daran glaube und dann schaffe ich es doch noch. Großartiges Gefühl. Selbst wenn ich jetzt runterfalle, scheißegal, ich hab's geschafft. Ja, ich will die ja gar nicht besiegen, die Typen. Eigentlich wollen wir ja hier ein bisschen aufpassen. Wie wäre es, wenn wir hier die Scheiben? Die Scheiben, Leute. Man kann doch die Scheiben immer. Das finden die bestimmt nicht so cool. Aber kann man ja mal machen. Hier in so einer tibetanischen Bibliothek mal so Remi-Demi machen.
Ja, wir sind drinne. Juhu. Es geht weiter. Was ist denn jetzt hier los? Das war blöde Ausrüstung, aber ich wollte nicht zwischendurch meine Waffen wechseln. Ich glaube, das wäre noch mehr in die Hose gegangen. Ich habe euch gerettet, Leute. Ich habe hier wieder so einen komischen Einbrecher fertig gemacht. Die blöden Penner, die kommen ja hier immer einfach. Aber wenn er hier durch ist, wo kommt er dann her? Ah, er kommt hierher, wo es noch mehr Granatenkram gibt. Aha. Finde ich gut. Das ist doch super. Ja, dann wieder zurück. Ach, das macht Spaß. Schön, dass wir das geschafft haben. Das tibetanische Hochland war dann aber auch gar nicht mal groß, ne? Irgendwie. Naja. Was? Gegen wen? Gegen wen kämpft ihr? Was ist los? Gegen wen? Nein! Und ich will euch doch gar nicht. Nein! Ich will euch doch gar nicht. Ich wollte euch helfen. Scheiße. Na gut, alles nochmal. Nun gut. Keine Mönche angreifen. Ich hab's verstanden. Aber es kommt ja jetzt hier eh gleich wieder. Nein, 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 nicht den. Keine gute Idee. Keine Mönche. Sehr gut. Sehr gut. Aha. Und dann darfst du auch gleich wieder Automatik mitnehmen, die du verbrezelt hast und die Granaten. Aha. Und sonst lassen wir die einfach kämpfen, bevor wir einen von denen treffen, oder was? Ah. Ja, die tun mir nichts. Das ist doch super. Das ist alles bestens, deswegen speichere ich mal. Alles gut, das Kloster von Barkang. Da sind wir jetzt. Richtig cool. So. Da ist auch, ich weiß gar nicht, was hier so ist. Hier sind so Fallen. Ich mache aber mal hier. Können wir hier? Nee, uns fehlt da noch ein Schlüssel, oder was? Nein. Nee, der Seraph. Der Seraph doch nicht. Das ist unser Artefakt. So, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier in die Ecken geht aber. Mhm. Und nun sollen wir da rüber eiern. Oh. Oh. Ja. Vielleicht können wir da... Okay, da können wir einen Schlüssel einsetzen. Den haben wir auch noch nicht. Ich glaube nicht. Nein. Nein, werden wir noch extra einen finden müssen wahrscheinlich. So. Schnell da weg. Ja, jetzt wird er hier gleich wieder ankommen, der andere. Eine. Wo ist er denn? Achso, die kämpfen jetzt mit dem. Dann lassen wir sie kämpfen. Ist ja nicht mein Problem. Vielleicht hat er ein bisschen Munition, aber... Ich finde das so witzig, dass die hier so aufpassen, keine Eindringlinge und so. Und sie so, naja, solange ich euch nicht bekämpfe oder mich nicht, sind wir so in Frieden und so. Ich klaue euch zwar eure Sachen und Artefakte und keine Ahnung, aber egal. Voll schön gemacht hier mit dem Kloster. Finde ich cool, ne? Finde ich cool. Okay. Du tust mir nichts. Ich tue dir auch nichts. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir Schlüssel nehmen. Dürfen wir diese Sachen einfach... Dürfen wir das einfach alles mitnehmen und die haben da nichts dagegen? Das ist schon ein bisschen... Aha. So. Ist es ihm egal? Ist es ihm egal? Okay. Okay. Ist auch krass hier. Hier diese Buddha-Statue hier in der Mitte. Die haben wir noch gar nicht. Huch. Oh, oh. Kommt hier eine Lawine? Yep. Kommt noch mehr? Nee. Ist da was?
Victor, 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 Victor! Scheiße, Lawine! Mann! Oh, Mann! Mann! Aha. Oh, dann. Ich habe mir mal den Schlüssel mitgenommen. No? Weiß Bescheid. Hallo. Ah. Sehr, sehr cool hier gerade. So. Hier ist jetzt Ruhe. Alles gut. Ich bin doch hier nicht hergekommen, oder? Doch, bin ich. Dann gehen wir wieder nach oben, aber wir passen auf. Da vorne ist ja gleich wieder eine Lawine. Falls noch eine Kugel kommt, warte ich lieber. Aha. Richtig fies. Kann man da an der auch vorbei? Kann man. Man kann. Und man kann hier... Was ist hier? Oh, hier geht's richtig weit runter. Ah nee, hier sind wir hergekommen, oder? So. Oder so. Nee, das kann nicht sein, weil dann wäre die Lawine ja da auch schon mal gekommen. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Lawine? Keine Lawine. Ah, hier ist Wasser. Dann speichere ich mal, dann weiß ich wenigstens wieder Bescheid. Oh, wie cool. Oh, ist hier eine Strömung? Es wirkt gerade so. Ich komme hier nämlich nicht wirklich gegen an. Okay. Dann sollten wir sehr schnell runter, oder auch nicht? Das kann nicht sein. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ha, wenn ich hier rein... Was mache ich dann? Oh, das ist richtig mies. Das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Hallo? Hallo? Aber man muss es doch irgendwie schaffen können. Man muss am besten auf einer Stelle bleiben, ne? Ich merke schon. Nicht so viel hin und her. Sehr gut. Aber das war viel zu wenig. Und schnell wieder nach oben. Wir müssen da lang. Das wird nichts. Das ist richtig mies. Richtig, richtig mies. Komm. Das ist voll scheiße. Das geht voll auf die Gesundheit. Das finde ich nicht cool. Nee, das ist nicht cool. Gar nicht cool. Okay. Ich nehme mal so viel Schwung, wie geht, in die Richtung. Oh, das hat toll geklappt. Bloß nicht in dieses Loch. Vielleicht müssen wir eher in das da. Komm, komm, kämpf, 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 kämpf. Ey, Alter. Wie soll das gehen? Wie? Mann, und immer bleibt hier mein scheiß Spiel manchmal, mein Spiel hängt sich manchmal auf. Ist richtig blöd. So, okay, nochmal. Ja. Eigentlich schon verkackt, aber besser geht's eh nicht anscheinend. Geh mal nach oben. Und dann da. Komm, 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 kämpf. Kämpf, 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 kämpf. Sie schafft es ja nicht mal in die Richtung. Sie schafft es irgendwie immerhin nur in die. Und dann da rein. Komm. Ja. Okay, prima. Okay, wir haben Luft für einen Augenblick. Ich speichere an der Stelle, weil das war jetzt echt heavy. Mal. Achso, da kannst du gar nicht hin. Gut, dann was ist hier noch? Ist das tief. Aber ich glaube, wir sollen hier hin. Krass.
Die arme Lara. Ich brauche unbedingt eine Fackel. Ey, was soll denn die Scheiße? Mein Spiel hängt sich auf. Finde ich nicht cool. Hab ein bisschen Angst, dass wieder dieses Problem auftaucht. Was ich schon mal hatte mit dem... mit dem Ruckeln. Holy! Als ob ich nicht gerannt wäre, als sie aufging. Das sollte einfach nicht sein. Ist okay. Dann runter mit dir nochmal. Halleluja! So, komm. Nimm die Fackel. Richtig krass hier. Gerade. Ja, aber irgendwann muss ich doch mal losrennen. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss unbedingt das speichern. Unbedingt. Stell die mal nicht so an, es sind doch nur ein paar Meter. Fackel. Fackel. Und los. So, speichern. Ich lege mich doch echt. Aber ich habe gespeichert, das ist gut. Hä? Ich bin los. Ich laufe immer dann los, wenn die Türen aufgehen. Und wenn man die berührt, kriegt man aber Schaden, oder was? Okay, ich habe es geschafft. So, jetzt speichere ich natürlich auch wieder nach jeder blöden Tür. Ah. Toll. Oh, wieder eine geschafft. Und wieder eine. Ja, jetzt werden die Türen immer ein bisschen aggressiver und so, um ein bisschen Spannung ins Kloster zu bringen. Gut, dass ich gespeichert habe nach den anderen Türen. Hätte ich ja gar keinen Bock. Ja, geht doch. Super. Was kommt hier noch? Ein Höllendrache. Der kommt bestimmt auch noch. Weil Dolch von Xian und ich weiß nicht, ich habe da so einen Drachen im Kopf. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, ich habe keinen Plan. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Nein! Nein, ich mach nichts. Ei! Können wir gegen den was ausrichten? Scheiße, gegen dich will ich gar nicht kämpfen. Nicht mich angreifen. Ich habe euch nichts getan. Nein. Aha. Alles ist cool zwischen uns. Wir sind Freunde. Ich finde das gut, was ihr macht. Hier. Ich weiß zwar nicht, was ihr genau macht. Aber es ist alles cool. Ich schieb ihn mal wieder rein. Ich habe draus gelernt, wenn ich etwas nicht rausziehen kann, kann ich es aber vielleicht schieben. Oder auch nicht. Das hat mir in dem Fall jetzt nicht viel gebracht. Na gut. Na gut, dann vielleicht doch von der anderen Seite diesmal. Oder, ja, ich habe doch hier keinen Platz. Doch, ich habe Platz, indem ich den hier wegmache. Pass auf. Okay. Schieb! Und jetzt kracht so die Decke zusammen, weil das hier so der Block war, mit dem man das hält. Hm.
Was macht er denn hier so? Er läuft hier so rum, passt ein bisschen auf. Können ja immer Eindringlinge kommen, so wie wir. Prima, das hast du gut gemacht, Lara. Jetzt können wir da lang. Was ist da? Da ist nichts. Da geht's lang. Ah, okay. Das nehme ich nochmal mit hier, die Leiter. Und dann müssen wir uns auch langsam wieder verabschieden für den nächsten Tomb Raider 2 Part. Und wir sind sehr, sehr gut vorangekommen. Wir befinden uns tatsächlich auf dem Weg zum Ende, glaube ich. Weil wir jetzt schon beim Kloster sind. Und das hätte ich nicht so gedacht, dass wir das so schnell hier schaffen. Was habe ich jetzt hier? Jetzt habe ich hier den Durchgang geschafft. Aber will ich? Wollte ich das? Ich weiß es nicht. Im nächsten Part weiß ich, wo es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Freue ich mich drüber. Oder beides. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss.